Liebe Mitbrüder, liebe Zuhörer von Radio Horeb, Zuschauer von EWTN, katholisch.de. Wir beten jetzt in diesen Abenden ja die verschiedenen Lebensphasen des Menschen durch. Einer der größten Psychologen des letzten Jahrhunderts hieß Milton Erickson. Der hat das ganz hervorragend aufgearbeitet. Gibt es ein Buch darüber? Beim Unio Verlag ist das herausgekommen. Und da hatten wir das letzte Mal, ich bin das, was ich lerne. Also ging es um die Schulzeit, auch eine sehr intensive Zeit. Und jetzt geht es um die Pubertät. Pubertät ist, wenn die Puppen tanzen, hat jemand so definiert, diese Zeit, vielleicht nicht ganz verkehrt. Und nicht wenige sagen, es ist die schwierigste Phase im Leben eines Menschen. Sie wird oft als zweite Trotzphase bezeichnet. Vielleicht werden manche denken, und das kann man auch einwenden, ich lasse das auch gelten, ja, meine Güte, muss ich jetzt perfekt gesund sein, bis ich da mal die Augen schließe? Darum geht es eigentlich gar nicht. Ich nehme jetzt nur einmal diesen Ausdruck zweite Trotzphase her. Es gibt nämlich Leute, die bleiben in der Pubertät stecken und die rebellieren ständig und nie passt ihnen etwas. Und die sind ständig trotzig. Was glauben Sie, wenn Sie mit so einem Typen verheiratet sind, wie es ihnen da geht in der Ehe? Also das sind nicht einfach nur so rein akademische Überlegungen und das wäre ja schön und könnte man, sondern da geht es richtig um Lebensqualität. Und auch in den anderen Phasen, das war ja letztes Mal geradezu klassisch, was wir da alles so durchgenommen haben, was da passieren kann, heute noch vielleicht viel mehr als früher mit Mobbing, das kann Menschen wirklich im Innersten, kann ihre Seele verwunden, treffen, das kann sie scheu machen. Ich habe ja auch schon viele Menschen beerdigt und man sieht dann, man hört so die Biografie, was da war und man erlebt sie dann, wie sie jetzt sind und man sieht Bilder, wo sie strahlend, leuchtend waren, Menschen vor Vitalität und Leben und Kraft und man erlebt dann, wie sie später gewesen sind und fragt sich, ja, was ist denn da um Gottes Willen passiert mit den Leuten? Was ist denn da passiert, dass es so geworden ist? Und ich sage Ihnen eins, das sind keine Naturgesetze. Das ist nicht so, dass es völlig unabänderlich ist. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich auch eine Auszeit mal gebraucht habe, auch eine Therapie gemacht habe. Und da war für mich auch ein Satz von Milton Erickson unvorstellbar wichtig. Und der hat gelautet, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Das ist ziemlich provozierend. Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Was hat er damit gemeint? Er hat so gemeint, dass die Vergangenheit durchaus auch Gegenwart ist, sie bestimmt dich, aber es muss nicht eine Ewigkeit so sein. Du bist kein Verdammter, kein Festgelegter durch das, was in deinem Leben passiert ist. Du kannst es bearbeiten, du kannst es anfassen, du kannst es auflösen. Und an diesen Satz habe ich mich mit aller Kraft geklammert und das hat mir enormen Auftrieb gegeben. Also Sie merken, Wissen ist auch Macht. Ich habe gewusst, das muss nicht so bleiben. Bestimmte Dinge, da kann meine Eltern nicht dafür, kann ich nichts dafür, aber die waren halt so. Im Rückblick war es sogar ein Segen, weil ich jetzt Leute, die mit so einem Problem sich rumzuschlagen haben, besser verstehen kann. Und da weiß ich noch, wie immer gesagt worden ist, was fühlen Sie? Er hat gesagt, wenn der doch mal die Klappe halten würde mit dem Fühlen, ich fühle nicht, ich denke. Und dann hat er gesagt, ja, das ist ja eben der Fehler, Herr Dr. Kohl. Sie denken immer nur. Wo ist Ihr Gefühl? Sind die Ihnen abhanden gekommen? Sie haben immer gesagt, ich denke, ich meine, mich interessiert, was Sie denken, mich interessiert, was Sie fühlen. Fühlen, blöde Gefühle. Aber da ist nämlich das Ding begraben, wenn Sie da nicht hinkommen. Und aus irgendeinem Grund haben Sie die Gefühle weggebeamt aus Ihrem Leben, weil Sie es nicht mehr ausgehalten haben. Aber damit sind Sie amputiert in Ihrem Menschsein. Weil das ein ganz wesentlicher Teil ist, die Emotionen. Und ob es Ihnen passt oder nicht, 9/10 ist un- und unterbewusst. Und Sie handeln aus dem heraus. Und das kann dann ziemlich schwierig werden. Und da ist die Pubertät halt auch eine entscheidende Phase. Und zwar deshalb, weil bisher hieß es in allen vorherigen Lebensphasen, ich bin das, was mir geschenkt wurde, gegeben wurde. Und jetzt ist, was ich empfange. Und jetzt heißt es, ich bin das, was ich werde. Und das ist etwas fundamental anderes.
Es geht jetzt wirklich um richtige Umbauarbeiten. Und für den jungen Mann, die junge Frau steht die bedrohliche Frage dahinter, schaffe ich das überhaupt? Die Kindheit geht dem Ende entgegen. Sie endet. Es geht jetzt bereits in eine berufliche Richtung. Und ich muss fähig werden, gute Beziehungen zur Welt des Schaffens aufzunehmen. In der Pubertät werden noch einmal alle Entwicklungsschritte in Frage gestellt, auch die positiven. Identifizierungen, die ich schon in mir habe und auf die ich mich bisher verlassen habe, auch sie werden in Frage gestellt. Es ist eine Phase großer Veränderungen, vor allem körperlich. Jedes Jahr ändert sich viel. Wer bin ich? Also die Frage nach der Identität ist fundamental entscheidend. Wer bin ich? Wenn ich zum Beispiel größer bin als der Papa und die Mama plötzlich. Das kindliche Selbstbild passt nicht mehr. Die Körperproportionen unmöglich. Es geht um die Suche nach Dauerhaftigkeit. Und das ist schwierig, wenn ich mich ständig wandle. Wie ein Wackelpudding hat das jemand mal bezeichnet. Wie komme ich zurecht mit dem Wachstum, mit den Hormonen, gerade auch bei Frau? Alle bisher angesammelten Ich-Werte aus der frühen Kindheit müssen jetzt einmünden in eine neue Identität. Wie möchte ich mein Leben gestalten? Schaffe ich diese neue Synthese meines Seins? Eine Zusammenführung des Ganzen. Das treibt mich um. Wenn es nicht gelingt, bleibt nur das Scheitern. Es ist geradezu ein seelischer Kampf ums Überleben, so schreibt Milton Erickson. Und da braucht es Eltern, die Verständnis dafür haben, die helfen, zu dieser Ich-Identität zu finden. Und das geht nicht mit Befehlen, sondern nur mit liebevoller Hilfe. Und das will ausgehalten sein. Das ist ziemlich schwierig, diese Phase. Ich denke an eine frühere Bekannte aus meinem Umkreis. Sie hatte einen Sohn, der sehr dichten Haarwuchs hat. Und wenn man die entsprechend geföhnt hat, da ist er dann mit einer wie Donna Summer in den besten Zeiten herumgelaufen. Also richtig, so wie so Afro-Look, also überall nach oben und alle Seiten wie so ein Pilzkopf. Und für die Mutter natürlich ganz furchtbar. Das war Ende der 70er Jahre. Heute ist das vielleicht diese Schritte gar nicht mehr so selten, aber damals war das ja ganz heftig. Und sie hat ihm 100 Mark, das war damals so viel wie ein Lehrling im ganzen Monat bekommen hat, angeboten, wenn er die Haare schneiden lässt. Antwort: Ich bin nicht käuflich. Pech gehabt. Und dann ist er halt ewig mit dem Ding, mit den Haaren herumgelaufen. Und dann waren sie einmal im Geschäft. Und dann sagte die Verkäuferin: Was haben Sie für eine schöne Tochter? So schnell können Sie gar nicht schauen, wie der junge Mann beim Friseur war. Schluss mit der Mähne. Also manchmal kann man nur noch hoffen, dass solche günstige Umstände eintreten, dass sie wieder normal werden und sich zurückfinden. Pater Hans Buber erzählt immer auch das Beispiel von dem jungen Mann, der so eisenbeschlagene Stiefel hatte, war natürlich das Höchste für ihn und ständig ist er in diesen Stiefeln da durch die Gegend gelatscht. Auch durch nichts zu bewegen, die abzulegen. Und dann waren sie beim Schuhkaufen, wollte ein neues Paar von diesen Stiefeln haben. Und die Verkäuferin sagte: Ja, um Gottes Willen, die sind doch längst außer Mode. Also so ein Zeugs kaufen sie noch. Gell? Und dann war es auch vorbei. Schluss mit den Stiefeln. Also es braucht schon auch manchmal ein bisschen Glück oder äußere Fügungen, dass die wieder normal werden. In diesem Alter drängen junge Menschen nach das eigenen Zimmer. Ich brauche jetzt Raum. Ich brauche etwas für mich. Ich bin kein Kind mehr. Ich möchte auf eigenen Beinen stehen. Gegen Ende der Pubertät kann es sogar sein, dass man zu zweit durchs Leben geht. Die Frage der Ehe, der Sexualität stellt sich. Wenn das jetzt nicht gelingt, hier zu einem reifen Menschen sich zu entwickeln, ist das weitere Leben sehr schwierig. Was für den Körper erlebt wird, gilt auch für die Seele. Ich bin nicht nur einer für mich, sondern auch im Vergleich zu einer Altersgruppe und auf einem ganz individuellen Weg unterwegs. Wenn Identitätsfindung nicht gelingt, wollen wir oft jemand anderes sein, als wir selbst sind. Und dann ist die Gefahr und der Gedanke der Selbstablehnung auch groß.
Der Satz von Oscar Wilde ist hier sicher sehr zutreffend: Sei du selbst, denn andere gibt es schon. Also nicht als Abziehbild durch die Gegend laufen, dass du jemand anderen nachahmst, sondern sei du selbst. Und da ist vielleicht auch ein Punkt sehr wichtig: Unsere tiefste Identität als Christen ist, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Wir sind seine Kinder. Wir sind geliebt. Und wenn das im tiefsten Innersten bei den Menschen angekommen ist, dann haben sie es nicht nötig, andere zu unterdrücken, die Uniform anzuziehen, um Eindruck zu schinden. Die haben es nicht nötig, andere anzuschreien. Sie haben eine natürliche Autorität. Sie brauchen nicht andere kleinmachen, damit sie groß werden. Und vergessen wir nicht, das hat zwar mit der Pubertät nichts zu tun, selbst Jesus Christus hat das gebraucht. Als sein öffentliches Wirken begann am Jordan, da hörte er und auch die anderen eine Stimme. Und was sagte die Stimme? Du bist mein geliebter Sohn, auf dir ruht mein Wohlgefallen. Dass selbst Christus hat das gebraucht, dass der Vater sagt, du bist mein geliebter Sohn, du bist geliebt. Und es ist ganz wichtig, dass sie tief im Innersten diese Stimme in sich hören. Nicht mit leiblichen Ohren, aber ganz tief in ihrem Innersten ist das wichtig, dass das da ist. Dann brauchst du nicht beweisen, indem du jetzt riesige Erfolge vorweist oder meinst, die ganze Welt umreisen zu müssen. Und dann noch einmal hört Christus diese Stimme, noch einmal. Wissen Sie wann, wo? Wir sind jetzt ein bisschen im Katechismusunterricht, also auf geht's, Leute, strengt euch an. Bitte laut. Auf dem Berg Tabor, und zwar direkt bevor es in die Passion hineingeht. Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Also am Anfang des Wirkens, da braucht es doch. Da geht es jetzt ja in die Öffentlichkeit. Er hat ja eine Sendung wie kein anderer auf dieser Welt je zuvor. Und dann, wo es in die Passion hineingeht. Und das heißt, du bist mein geliebter Sohn, übersetzt, unbegrenzte Solidarität, die dich durch den Tod hindurchträgt. So schaut das aus. Nochmals, unbegrenzte Solidarität, die dich durch den Tod hindurch in die Auferstehung hineinträgt. Aber die Passion wird ihm nicht erspart. Also es ist nicht unbedingt so ein Spiel oder so ganz leicht, die Identität zu finden. Ich habe einmal gelesen, gehört, wenn du wirst, wer du bist, also was Gott in dir angelegt hat, wenn sich das entfalten kann, wenn du wirst, wer du bist, dann setzt du die Welt in Brand. Also wenn du ganz in die Spur hineinkommst, dort, wo Gott dich haben möchte, dann setzt du die Welt in Brand. Also für mich persönlich kann ich das wirklich sagen. Das ist ziemlich schwierig. Auch zum Beispiel bei mir die Identität, bin ich Priester, bin ich berufen. Das war ein ziemlich heftiger Weg, kann ich Ihnen sagen. Will Gott mich in diesem Dienst, kann ich das durchhalten in der heutigen Zeit? Und dann natürlich jetzt nochmal das Radio hochzuziehen, ist ja auch nochmal da. War nicht unbedingt ein Kinderspiel. Aber das ist meine Aufgabe und das ist meine Identität und das erfüllt mich bis ins Innerste. Auch, dass ich heute Abend zu einem riesigen Publikum sprechen kann. Keiner hat so viele Menschen wie ich vor sich. Es sind Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausend, die uns zugeschaltet sind. Das ist meine Identität, dafür hat Gott mich geschaffen. Und da bin ich bis ins Innerste davon überzeugt. Und das kann vielleicht lang dauern, bis sie dazu finden, aber es ist wichtig, dass sie es tun. Weil sie nur so authentisch sind. Wir können hier keine Typen brauchen, die irgendwelche auswendig gelernte Sprüche runtersagen. Wir brauchen Leute, die authentisch sind. Weil nur so kann man sie ihnen abkaufen. Und die vielleicht auch selber einiges durchgemacht haben. Die wissen, wovon sie reden. Und das nennt man dann Identitätsfindung. Und das ist nicht ganz einfach, weil dann, wenn sie zu sich selbst stehen und nicht einfach nur funktionieren, das, was andere ihnen sagen, was die von ihnen erwarten, dann werden sie viele falsche Freunde verlieren, viele angebliche Freunde verlieren, weil denen das nicht passt. Die hätten sie gern so, wie die sich vorstellen. Aber sie werden auch viele neue gewinnen. Und das wird entscheidend sein. Und Gott wird ihnen genau die Leute ins Leben führen, die sie brauchen. Identitätsfindung. Wenn du wirst, was du bist, also worauf du hin geschaffen bist, wo Gott dich angelegt hat, dann wirst du die Welt in Brand setzen. Amen.